herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen aus der Natur oder aus Papier. Ich hoffe, du merkst, dass das Bild heute ein bisschen besser ist oder viel besser ist. Ich habe mir endlich eine neue Kamera geleistet, da ich mich immer so geärgert habe, dass die Aufnahmen einfach nie wirklich scharf waren. Ich bin gespannt, wenn ich das Video auf YouTube hochgeladen habe, ob ich wirklich einen Unterschied sehe. Wenn nicht, dann ärgere ich mich, dann hätte ich das mit der alten Kamera weitermachen können. Dieses Video wird nicht ganz perfekt sein, weil ich gewisse Aufnahmen bereits abgedreht habe, noch mit der alten Kamera und kurz entschlossen, wie gesagt, diese neue Kamera gekauft habe. Also es wird vielleicht das eine oder andere Bild nicht so ganz perfekt sein. Nun zurück zu den Dekorationsideen. Ich habe heute 3 für dich dabei. Alles auch wieder aus der Natur oder aus Restmaterialien, die ich zu Hause hatte, bis auf das Holz. Das Holz habe ich auch gesammelt. Oder ich hatte Reststücke vom Schreiner, das ich einfach abgeschliffen habe und weiter bearbeitet habe. Ganz ein paar kurze Sachen zu den Dekorationen, die du gleich siehst. Ich habe diese kleine, einfache Dekoration gemacht. Das kannst du natürlich so groß machen, wie du magst. Also du kannst ein Brett nehmen, das sehr lang ist. Das kannst du schön, wenn du Gäste hast, auf den Tisch stellen, in die Mitte ein paar Teelichter dazwischen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich hatte jetzt einfach gerade dieses kleine Stück und das kommt bei mir ins Geschäft, entweder ans Fenster oder ich werde schon einen Platz finden. Und du kannst auch die Löcher kreuz und quer machen, also du musst das jetzt nicht genauso machen, wie ich das gemacht habe, es soll ja nur eine Inspiration sein. Das zu dem. Und nun zu der zweiten Dekoration. Hier habe ich Äste gesammelt, ich habe große gesammelt, dicke gesammelt, dünne gesammelt und die kannst du auch wunderbar dekorieren. Sehr schön ist es natürlich, wenn du so 3, 4 hast, ein bisschen höhere, wo du vielleicht in einen Ecken reinstellen kannst, schön nebeneinander, das sieht toll aus. Du kannst es natürlich, wie gesagt, auch als Tischdekoration verwenden. Da kannst du auch deine Größe selber wählen. Du kannst mehrere so Sträuße ranbinden, ganz wie es dir gefällt. Meine sind natürlich wieder sehr dezent von den Farben, da ich einfach wirklich farbige Dekorationen nicht so mag. Lass dir freien Lauf, tob dich aus, nimm die Farben, die dir gefallen. Auch hier soll es nur eine Inspiration sein. Das dritte kann ich dir leider nicht zeigen, das ist recht groß und das hängt schon schön an der Wand. Das ist auch ein Teil von einem Holzpalett. Da kannst du aber wirklich auch nur ein Stück Holz nehmen, auch in deiner Größe, wie du es magst. Auch das ist wieder nur eine Inspiration, was man wirklich mit wenig Aufwand, mit einem schönen Spaziergang und mit Restsachen, die fast jeder zu Hause hat, machen kann. Um das soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns am Schluss nochmals. Viel Freude beim Zuschauen! Thank you.
Nun, ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Ich habe dich ein bisschen inspiriert, selber was zu machen. Auch ich finde es alles, also bis auf das große Bild, kannst du auch alles als Gastgeschenk machen. Finde ich auch sehr schön, ist mal was anderes und ist auch eine Möglichkeit. Dann würde ich sagen, das war's. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare rein. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. So kannst du meine Arbeit unterstützen. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch immer ganz besonders. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Ich hoffe, ich kann das nächste Video bis nächsten Sonntag machen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Vorplanungen für zwei Ausstellungen, aber das eine oder andere wird sich sicher finden, was ich euch zeigen kann. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleibt kreativ, umarmt eure Liebsten, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.